Besonderes Interesse gilt in St. Pölten dem Thema Stadtentwicklung. Hier haben wir nachgefragt beim Stadtplaner Diplom-Ingenieur Jens de Buck und beim Verkehrsplaner Diplom-Ingenieur Dieter Nusterer. Die Fragen hierzu gestellt hat Diplom-Ingenieur Christian Größmeier vom Ingenieurbüro Größmeier und Wurmitzberger. Ja, herzlich willkommen zu den Stadtment. Wir werden uns heute über das Thema Stadtentwicklung unterhalten und mein erster Gast heute ist Dieter Nusterer vom Büro Zieritz und Partner, einer bekannten Ziviltechnikerkanzlei in St. Pölten. Und lieber Dieter, ich darf mich bedanken, dass du heute die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Rede und Antwort und deine Gedanken ein bisschen mit uns zu teilen zum Thema Stadtentwicklung. Und die erste Frage, die ich an dich habe, ist das Thema Wachsen. Wie stark kann und vor allem wie stark soll St. Pölten wachsen? Ja, grundsätzlich sehe ich die Entwicklung von St. Pölten sehr, sehr positiv, auch mit dem Wachstum, das definitiv stattfindet. Ich glaube auch, dass das für St. Pölten ganz gut passt und dass wir das auch brauchen. Die große Sorge, die ich habe, wenn ich mir teilweise die Projekte anschaue, die derzeit verwirklicht werden, dass nicht nur die technische Infrastruktur mitwachsen muss, sondern dass vor allem auch die soziale Infrastruktur mitwachsen können muss. Und da hoffe ich, dass es nicht zu schnell geht mit dem Wachstum. Mhm. Gibt es da irgendwelche Brennpunkte, die du meinst jetzt zu erkennen? Naja, man sieht doch relativ große Blöcke, die in einem Stück den Mietern übergeben werden, wo man am Abend aufgrund der Ausleuchtung dann doch erkennt, dass die Besiedelung nicht ganz so rasch stattfindet, wie sie wahrscheinlich beabsichtigt ist, und dass natürlich in St. Pölten, wie wahrscheinlich in jeder größeren Stadt es, Gebiete gibt, wo sich Menschen gewisser Abstammungen konzentrieren. Ich hoffe es nicht, aber das könnte natürlich über früher oder später ein gewisses Problem darstellen. Und wenn wir jetzt St. Pölten anschauen, St. Pölten ist ja durchaus stolz auf seine territoriale Größe. Also wir sind ja von der Fläche, wenn ich es recht im Kopf habe, ungefähr so groß wie Linz. Das heißt, wir haben einiges an Flächenreserven. Wir haben ja durch die Eingemeindung der Katastralen vor einigen Jahrzehnten große Fläche gewonnen. Wenn wir jetzt von Wachstum sprechen, darf ich vielleicht kurz fragen, an welche Zahlen denken wir hier? Jetzt haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, knapp 60.000 Einwohner mit Zeitwohnsitzern, glaube ich. In welche Richtung blicken wir hier? Was sind die Erwartungswerte, wenn man jetzt Richtung, weiß nicht, 2030, 2050 denken mag, damit man ein Gefühl hat? Ich würde das jetzt gar nicht so an der Flächengröße von St. Pölten aufhängen. Ja, St. Pölten hat viele Flächenreserven, ich glaube aber trotzdem, dass eine gesunde Entwicklung auch in der Innenstadt stattfinden kann. Mhm. Also gerade wenn man durch den unmittelbaren Kern von St. Pölten geht, nicht jetzt, dass man da 7 Hochhäuser brauchen würde, aber da ist durchaus, was Wohnbau betrifft, noch das eine oder andere gute, ansprechende und St. Pölten schöner machende Projekt denkbar. Also die Flächen außen, die würde ich jetzt nicht um jeden Preis einer Zersiedelung preisgeben, sondern da gibt es auch in zentralen Bereichen durchaus noch den einen oder anderen Hotspot, wo man vernünftige Verdichtung machen könnte. Ich glaube, das spiegelt sich auch im Stadtentwicklungskonzept wieder, dass man Größen, verdichten möchte in der Innenstadt und nicht um jeden Preis. Ja, weil eine Zielgröße, weil du mich gefragt hast, ist schwer zu definieren, aber ich glaube 2030, wenn wir da knapp über 60.000 sind, haben wir, glaube ich, genug zu tun. Mhm. Jetzt ist eines deiner Spezialthemen die Verkehrsplanung. Zu diesem Wachstum, zu diesem Aufbau, wie siehst du hier die infrastrukturellen Themen und Herausforderungen? Ich habe lange in Wien gelebt, während des Studiums, und natürlich ist der St. Pölten es nicht gewohnt, dass er bei 2 Ampeln hintereinander warten muss, dass die halt wirklich auf Rot schalten und er kommt nicht durch. Das ist etwas, was man vielleicht vor 20 Jahren in St. Pölten noch nicht gekannt hat. Aber wir brüsten uns, dass wir uns entwickeln, auch in die Richtung einer kleinen Metropole uns entwickeln. Und die Verkehrsinfrastruktur wird sicher nicht so schnell wachsen, wie es vielleicht notwendig wäre. Finde ich aber auch nicht notwendig, weil erstens hat St. Pölten mittlerweile ein sehr, sehr gutes öffentliches Angebot. Also der Loopbus ist in der kurzen Zeit eine ganz, ganz großartige Entwicklung. Es wird
werden die Angebote für den nicht motorisierten Verkehr immer besser, die Radwege kommen. St. Pölten hat, wenn man sich das auf der Karte anschaut, einen Radius von 500 Metern, erwische ich fußläufig fast alles. Also da kann man dann durchaus auch andere Fahrzeuge oder andere Fortbewegungsmittel als das Auto verwenden, um dorthin zu kommen, wo man hin muss. Siehst du in St. Pölten, ich sage jetzt einmal, man sieht es ja auf den Ansichtskarten immer, wir hatten ja mal eine Straßenbahn. Ist das etwas, das wir wieder erleben werden, oder ist das etwas, das mit zu großen Umstrukturierungen und Investitionen verbunden sein wird, aus deiner Einschätzung her? Nein, ich finde es ganz witzig. Ich habe vor 22 Jahren zu arbeiten begonnen, 23 Jahren schon das erste Projekt, das ich auf den Tisch bekommen habe, damals noch im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, war die sogenannte Stadtregionalbahn. Die wäre entlang der Promenade gegangen und wir haben damals eigentlich schon festgestellt, dass das nachträglich wieder hineinzubauen sehr, sehr schwierig wird. Straßenbahnen sind großartig, Straßenbahnen machen in gewissen Metropolen Sinn, machen wahrscheinlich auch in St. Pölten oder würden auf manchen Achsen einen absoluten Sinn machen. Ich glaube aber nicht, dass St. Pölten eine Straßenbahn erleben wird. Und wie steht es jetzt mit überregionalen Verkehrsanbindungen? Also wir kennen alle, entweder aus direkter oder naheliegender Erfahrung, die Pendlerachse nach Krems, Tulnerbahn bzw. die Richtung Wilhelmsburg. Da gibt es ja die Idee einer Schnellbahnkonzeption. Wie siehst du das? Ich sage, St. Pölten hat einen riesengroßen Vorteil, der aus meiner Sicht auch ein gewisser Fluch ist. Wir haben nämlich einen extrem zentral liegenden Bahnhof, der für jeden, der in der Nähe der Innenstadt wohnt, ein Segen ist. Umgekehrt für die Pendler, die zum Beispiel aus dem Billachtal oder aus dem Dreisental kommen oder Losdorf, Prinzersdorf etc., bis die von der Stadtgrenze am Bahnhof sind und somit den öffentlichen Verkehr nach Wien, der primär nach Wien, aber auch nach Linz geht, nutzen können, sind die eigentlich schon am Stadtrand von Wien. Weil von der Stadtgrenze bis zum Bahnhof, bis ich dort einen Parkplatz gefunden habe, bis ich am Bahnsteig bin, 25 Minuten, 30 Minuten, ohne Probleme, das ich brauche, da bin ich in Auhof, im Parkdeck in Hütteldorf auch. So schön das ist, dass wir den absolut zentralen, wunderschönen Bahnhof mittendrin haben, da wird sicher noch die eine oder andere Überlegung stattfinden müssen, weil einem Lilienfelder klarzumachen, dass er mit 15 Minuten mehr nicht nach Wien fahren soll, sondern sich 25 Minuten am Hauptbahnhof quälen soll, damit er dann noch mit dem Zug fährt, wird schwierig. Wenn der nicht in Lilienfeld oder in Krems oder wo er immer am Bahnhof geht, und in kürzester Zeit mit einmal umsteigen in Wien ist, wird dieses Angebot für den Pendler sehr schwer vermittelbar. Wir haben dann noch das Thema Managen. Wie kann St. Pölten größer werden und zugleich ein entspannter Ort zum Leben bleiben? Also das Thema Lebensqualität. Wie siehst du dieses Thema? Ich finde es insofern sehr spannend, nachdem ich Hundebesitzer bin und sehr, sehr viele meiner Wege auch mit dem Hund zurücklege in alle Windrichtungen bei jedem Wetter. Das Angebot auf dieser Größe, das St. Pölten hat, da möchte ich eine zweite Stadt in Österreich oder in Mitteleuropa sehen, von der Größe von St. Pölten, dass dieses Angebot hat, von der Kultur über Freizeitmöglichkeiten, über Erholung. Ich bin in kürzester Zeit beim Skifahren im Alpenvorland, ich bin sofort in der Wachau, ich bin in 40 Minuten in Wien im Zentrum, ich bin in Kürze in Linz. Also insofern hat St. Pölten schon sehr, sehr viel. Das, worauf ich jetzt wieder zurückkommen will, ist, das kann man natürlich erhalten oder sogar noch verstärken. Also ich bin ein sehr großer Skeptiker, was dieses Zersiedeln mit Einfamilienhaussiedlungen irgendwo am Stadtrand betrifft. Das mag vielleicht jetzt von vielen der Traum sein, dass der Traum vom Einfamilienhaus. Aber ich würde schon sehr begrüßen, wenn schöne Flächen, die der Erholung dienen, für möglichst viele erhalten bleiben und nicht für 100 Individualisten in der Schrebergartensiedlung oder in der Einfamilienhaussiedlung geopfert werden. Freizeit- und Sportangebot, du bist jetzt durch jemand, der einen sportlichen Hintergrund hat, von deiner Größe her ist es jetzt wenig überraschend. Wie siehst du hier das Angebot? Ich glaube, da ist auch in Kooperation mit dem Land viel passiert. Wie schätzt du die Situation und vor allem die Zukunftsmöglichkeiten ein? Die schätze ich sehr, sehr gut ein. Österreich hat jetzt ein riesengroßes Problem, zieht man einmal Tennis und bei Tennis ist es periodisch, beim Skifahren ist es eigentlich immer, zieht man diese zwei Sportarten oder Sportgruppen ab, hat einmal der Leistungssport oder der Profisport in Österreich ein ganz, ganz mieses Image. Also
wodurch das kommt, wenn man sagt, man als Berufssportler oder Profisportler oder auch Leistungssportler wird man irgendwie ein bisschen belächelt in Österreich. Das ist da mit der Landessportschule oder Sportwelt Niederösterreich, wie es jetzt heißt, und mit den Sportzentren auch der Stadt und mit dem Interesse des Landes und der Stadt gemeinsam, da den Sport zu fördern, ganz, ganz tolle Angebote gibt mittlerweile, das ist unbestritten. Früher hat jeder in die Südstadt geschaut und hat sich demütig vor der Südstadt verbeugt. Mittlerweile, glaube ich, ist das sportliche Zentrum in St. Pölten absolut angekommen. Das finde ich begrüßenswert, weil auch um auf das Thema zurückzukommen mit wie integriere ich Menschen, wie hole ich die Jugendlichen eventuell von der Straße und gebe ihnen eine sinnvolle Beschäftigung, da ist der Sport sicher ganz, ganz wichtig. Mhm. Der Mannschaftssport, der Hobbysport, der Leistungssport quer durch, das ist ein absolut wichtiges Element, um zu einer Entwicklung von Jugendlichen und zu einer Integration von Bürgern, die nicht in Österreich geboren sind, beizutragen. Wie stehst du zu dem Thema Naherholung, Grünraum? Also wir sind ja durch die Nord-Süd-Ausrichtung ja da grundsätzlich begünstigt. Jetzt gibt es ja ein paar schöne Ideen von einem See im Süden über Promenadenneugestaltung. Gibt es von deiner Seite da etwas, das du besonders begrüßenswert oder besonders verfolgenswert hältst? Ja, grundsätzlich finde ich, und ich habe lange in Wien gewohnt, in einer Gegend, wo es nicht wirklich viele Bäume gegeben hat, wenn man sich da den Sommer ansieht, was ein dichtes Grün und ein standortgerechtes Grün im Hinblick auf das Mikroklima bewirkt, ist jeder Baum wünschenswert, ist jeder Baum sinnvoll. Das ist natürlich in einer gewachsenen Stadt wie St. Pölten, wo die Innenstadt mit der alten Verbauung nur gewissen Spielraum zulässt, und mit den modernen Medien, die in den Untergrund kommen, ich meine, du bist in dieser Branche tätig, jeder will eine Gasleitung, jeder will einen Kanal, eine Wasserleitung, eine Fernwärmeleitung, wir haben Lichtwellenleiter in der Erde, dass natürlich da der Nutzungskonflikt gerade in der Innenstadt ein sehr starker ist, diese Nutzungen alle unterzubringen. Leitungen im Untergrund vertragen sich, wie du weißt, mit Bäumen sehr schlecht. Daher ist es natürlich wünschenswert, Flächen zu finden und vor allem zu erhalten, wo das noch möglich ist, großräumige, großkronige Bäume zu erhalten. Wenn die Hauseigentümer einen Innenhof haben, den nicht unbedingt bis zum letzten Prozent auszunutzen und zu verbauen, sondern das zu erhalten, das wäre wirklich ein schönes Ziel. Und wenn man sich ein Luftbild von St. Pölten anschaut, es ist Gott sei Dank noch sehr, sehr viel Grün da und ich hoffe, dass es so bleibt. Gibt es sonst noch irgendetwas, das du auf den nächsten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren beim Wachstum für St. Pölten siehst, wo vielleicht jetzt der Fokus nicht so ganz hingeht? Ich denke, Verkehr ist etwas, das betrifft jeden sehr direkt und ist entsprechend auch sehr schnell präsent, auch sehr schnell emotionsgeladen. Das Thema Grünraum ist durch verschiedene Projekte der Stadt und Entwicklungen, nicht zuletzt aber auch über Beteiligungen der Grünen in der Bundesregierung, aber ganz allgemein auch in unseren Köpfen, glaube ich, sehr weit angekommen. Und das Thema soziale Integration hast du auch schon genannt. Ich glaube, das sind drei Themen, die uns alle sehr präsent sind. Aber gibt es irgendetwas, das aus deiner Sicht ein bisschen ein unberechtigtes Schattendasein führt? Naja, das, was mich ein bisschen mit Sorge erfüllt, ist, wenn man sich anschaut, St. Pölten vor 50 Jahren, 70 Jahren, waren wir ein von Industrie und produzierendem Gewerbe geprägter, eine geprägte Stadt. Wir hatten eine Glanzstoff, wir hatten eine riesengroße Volt, wir haben sowieso immer die ÖBB-Werkstätten gehabt. Also das hat sich sehr verschoben, sehr zu begrüßen, dass wir eine Verwaltungsstadt sind und eine Schulstadt geworden sind und eine Dienstleistungsstadt, aber das produzierende Gewerbe ist halt etwas, wenn dort investiert wird, da überlegt sich nicht in drei Jahren jemand, dass er das wieder absiedelt. Das ist eine dauerhafte, eine sinnvolle Investition. Ich glaube, das würde der Stadt noch gut tun, wenn wir da wieder mehr in die Produktion bekommen würden. Und du hast das vorher angesprochen, St. Pölten bietet, glaube ich, die Größe und die Standorte, wo auch Industrie oder schweres Gewerbe neben dem Wohnen und neben der Erholung möglich ist. Und das, was ich mir sehr, sehr wünschen würde, ist, dass die St. Pölten irgendwann einmal beginnen, stolz zu sein auf ihre Stadt. Ich meine, das ist schon etwas besser geworden, aber die größten Lästerer von St. Pölten sind die St. Pöltener selbst. Und ich kann nur jedem empfehlen, der über St. Pölten ein bisschen lächelt. Wir haben das Weihnachtswunder gehabt und der Robert Gratke, der, glaube ich, auch gekommen ist und gesagt hat, was ist das da für ein
St. Pölten halt. Und der ist, glaube ich, mit einer ganz anderen Einstellung wieder nach Hause gefahren. Und das würde mich sehr freuen, wenn das der eine oder andere St. Pöltener dann auch einmal erkennt, in was für einer tollen Stadt wir leben. Das ist, glaube ich, eine Metamorphose, die Linz schon hinter sich hat. Ich persönlich habe das, ist jetzt ein bisschen ein schmerzhaftes Thema für uns, im Zuge Ihrer Kulturhauptstadtwerdung gesehen. Wir haben sozusagen den europäischen Zuschlag leider nicht bekommen, aber es wird ja trotzdem die Landeskulturhauptstadt geben und ich sehe hier auch viele Bemühungen in diese Richtung laufen und ich glaube, dass wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und in diesem Sinne, wenn es von deiner Seite noch irgendwas gibt? Nein, ich muss sagen, da gebe ich dir völlig recht. Ich war in diesem Prozess der Bewerbung für die für die Kulturhauptstadt, für die europäische, war ich mit dabei. Da haben sich Dinge zu bewegen begonnen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, wo auf einmal Menschen gesagt haben, das nicht einmal von vornherein, na was tun denn die da, das kann nichts werden, sondern die einfach einmal offen an das Thema herangegangen sind und gesagt haben, schauen wir es uns an, probieren wir es, vielleicht wird es was. Dass natürlich der eine oder andere jetzt mit hängendem Kopf wieder von dannen zieht und sagt, na, ich habe es eh schon immer gewusst oder das hat ja nichts werden können, das ist offenbar in der österreichischen Seele so verwurzelt. Aber vielleicht können wir doch einen Teil dieser sehr, sehr positiven Energie, die ja über die Stadtgrenzen hinausgeht, also da haben wir Land und Stadt sehr intensiv zusammengearbeitet an diesem tollen Ziel, vielleicht kann man das eine oder andere trotzdem verwirklichen und zum Stolz der St. Pöltener ein bisschen was beitragen. Es wäre sehr schön, wenn uns das gelingt. Ja. Dieter, ich danke dir ganz herzlich für dein Statement und alles Gute. Dankeschön.